schlecht aus. Was ist los mit dem? Richtig. Gott, schläfst du? Das nicht mehr. Wir wollten dich nur über den weiteren Ablauf informieren. Das geht auch per Nachricht. Guck mal, da braucht man was. Der Willi muss seinen Freund da holen und kann jetzt nicht, deswegen Mr. Wett. Ganz kurz, ich finde es super, dass der Matze was? Den Pride Month so zelebriert. Ja, ich finde die Hose gut. Ist auch ist Bombe, jetzt mal hier. Super, hat einen Zip. William kommt nicht jetzt zum Check. Weil irgendwas mit dem Haber. Wir fahren jetzt dann zu dieser Registrierung. Müssen auch ein bisschen eher los, weil wir einen kleinen Happen essen müssen. Genau. Fahren dann dahin. Ja. Sprich jetzt. Dann könnt ihr danach ins Titan. Er will nicht ins Titan. Er sagt, wir müssen allein ins Titan. Wir machen dann einen Formcheck mit Willi, den er nicht hat. Wir trainieren, also ich trainiere mit Urs, du trainierst mit so richtig als Comeback quasi, was du nicht noch nicht wissen, dann drückt, also Comeback. Dann drückt ihr den Taxi-Knopf. Und dann kommen wir dann im Taxi heimfahren, weil ich das faule Arschloch den Abend allein verbringen will. Das ist überhaupt das Beste. Ich habe doch nochmal gesagt, ich fahre euch doch nicht 15 Minuten dahin, fahre 15 Minuten zurück, und nochmal 15 Minuten. Das Einzige, was wir machen müssen, ist uns mit dem Titan rauslassen, dann kann er heimfahren, duschen, schwarteln, was auch immer. Und eineinhalb Stunden später sich ins Auto setzen, genau 10 Minuten dorthin fahren, weil kein Abendverkehr ist, und uns abholen, damit wir einen schönen gemeinsamen Abend verbringen können. In der Zeit kann ich schon am Abend am Meer einen Fisch gegessen haben. Die gibt allein keiner an Fisch. Muss auch von morgen ausgeschlafen sein. Fit sein geht ja hier los. Competition. Hä? Wettkampf. Okay. Also geh jetzt du duschen. Ja. Er zieht seine Socken an. Duschen. Dann gehen wir. Ich muss meinen Schädel noch mal rasieren. Und dafür hat er mich jetzt geweckt. Ne, wollte ich über informieren darüber, den Ablauf. Er hat dich geweckt, nicht ich. Ja, ich habe Angst gehabt, dass du wieder deine Socken anziehen musst und das eine Viertelstunde dauert. Aber guck mal, er hat gelernt, hat vorbereitet, hat dich schon extra angezogen. Also der Plan steht. Wann geht's jetzt los? Ja, sofort. Nee, so 15 Minuten. Was, du brauchst ja keine 15 Minuten, um den Kopf zu rasieren. Ja doch, muss er nass rasieren. Der ist klein. Du musst dann seine Cremes wieder drauf machen. Ja. Echt 15 Minuten jetzt? Ja, locker. Ja, dann geht. So, wir haben es geschafft. Wir sind fast fertig. Korrekt? Ja. Herr Hoffmann, als guter Konsument, lasst... Achso, da ist der Bus. Nee, ich wollte oben hinschmeißen. Die hat sehr gut geschmeckt, David. Wie schmeckt deine? Schmeckt auch gut. Was ist das? Limone. Was war bei dem anderen? Limone. Meine Rose war gut, ich fand die nicht so lecker. Das ist ganz interessant. Fünft ihr jetzt mehr Cola oder was? Nein, die zuckt so. Der André, gut angekommen? Yes, schon seit zwei Tagen da. Alles? Ich denke, ja. Vielleicht seht ihr ja gleich was. Vielleicht ziehen wir uns ja alle mal aus. Mal schauen. Du kannst doch hier blank ziehen. Jetzt? Ja klar. So ja, kann ja, aber ich bin halt komplett endleer. Ja, das ist ja. Heute ist aber erst Freitag. Und David macht eine Einschätzung. Deal? Ja, klar. Jetzt haben wir auch gutes Licht. Tageslicht. Das ist krass eigentlich. So knapp im Gewicht. Also wir haben jetzt halt eine andere Strategie gemacht. Wir haben jetzt zwei Tage lang 1750 Gramm Kohlenhydrate geladen, also vorher schon, zwei Tage, jetzt heute halt gar nichts. 1750? Auf zwei Tage, also nee, insgesamt 3500. Ja. Aber das ist nicht. Komm ruhig ein bisschen hier, ein bisschen Schatten, das ist gut. So leer sieht das gar nicht aus. Nee. Form ist sehr gut. Du hast ja wahrscheinlich auch immer so Stellen, also wenn du hier mal, spann mal kurz an. Also wenn du hier so, stell nur mal so an, das Bein. Wenn du dann hier schon so diese feinen, dünnen Querstreifen hast, so, dann kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass eigentlich alles hart ist.
Seid ihr zufrieden? Ja. Grundsätzlich schon. Mein Steckenpferd ist so ein bisschen die Präsentation. Da habe ich aber viel jetzt dran geübt auch. Also eher so dieses auf die Bühne kommen, der King sein, was halt ein Urs extrem gut kann. Da habe ich jetzt in der Offseason relativ viel geübt, aber ich will definitiv auch noch 3-4 Wettkämpfe machen, dieses Jahr auch noch, um mich einfach zu zeigen. Also Portugal und so steht auch noch. Ich habe Niederlande, Irland und in 2 Wochen und dann noch Amsterdam und dann mal gucken. Portugal wahrscheinlich nicht. Da kommen schon so viele. So. Ja, nee, oh. Portugal. Also ich finde halt immer, wenn ich, weil dann kann ich immer eine Woche Pause, also habe ich immer 2 Wochen dazwischen. So hatte ich teilweise 3 Wochen dazwischen. Jetzt hatte ich die German Pro und ich finde 3 Wochen dazwischen ein bisschen scheiße. Ich finde 2 Wochen immer perfekt. Und dann kann man jetzt praktisch sich einmal aufladen, komplett wieder entladen und dann fängt das schon wieder an. Man kriegt ein bisschen mehr Carbs und so. Also finde ich besser. Ich weiß nicht, wie du das so grundsätzlich findest. Also ich finde, wenn man so einen Leerlauf hat von 3 Wochen, das kann sich schon ganz schön ziehen. Ja, damals war nach der Olympia bis zur Dennis James Classic, da waren sie wie 6 Wochen oder so. Ja. Das war so richtig, da kannst du nichts aufbauen, da kannst du aber auch mit der Diät durchziehen und bist du so voll zwischen den Stühlen. Ja. Aber so, ob es jetzt 1 oder 2 Wochen sind, kann auch manchmal gut sein sogar. Ne? Ja. Und Portugal also ist halt ein cooler Wettkampf. Bei mir hat jetzt immer 2 Wochen ganz gut gepasst, weil ich habe so festgestellt, ich habe das alles so ein bisschen daheim aufnotiert. Also ich habe so einen Wasserrebound, der immer kommt ja bei jedem. Und der ist immer nach, der baut sich 4 Tage lang auf. Und dann ab dem 5., 6. Tag kippt das dann wieder und dann droppt das Gewicht wieder runter. Also dann passt es immer so mit 2 Wochen eigentlich ganz gut. Sunday, let's have a big party. Okay, so. So Justin, wie fühlt man sich vor seinem ersten Pro-Meeting? Sehr gut. Also für mich ist es was ganz, ganz Besonderes. Ich war letztes Jahr hier als Zuschauer. Und jetzt steht man hier als Athlet. Ich weiß, David, wie war es für dich denn damals, als du das erste Mal als Profi gestartet bist? Weißt du, wo der David erzählt? Ich weiß es nicht. Soll ich mal jetzt ganz ungefiltert sagen, was ich gedacht habe, als ich hier reinkam? Du hast Bock. Das war nichts Schönes. Echt? Nee. Das letzte Mal, als ich hier saß, da habe ich mit Paul da noch gesessen. Und vor uns saß die, ich habe den Namen leider vergessen, aus Tschechien. Die war auch am nächsten Tag tot. Kannst du dich erinnern? Das war das erste, wo ich hier reinkam, wo ich immer dran denken musste. Weil da habe ich mit Paul gehockt, da haben wir noch gequatscht. Und du kennst ihn ja auch, oder kanntest ihn. Ja. Ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Aber positiv, mein erstes Pro-Meeting war in New York, ne? Ja. New York, ja. Da kann ich mich kaum noch dran erinnern, ehrlich gesagt. Auf den New York Pro dann? Ja. Als Classic oder Open Bodybuilder? Als Classic. Ich habe mir mein Pro-Debüt in der Classic gemacht. Ah, okay. Aber da habe ich kaum Erinnerungen dran. Aber beim ersten Olympia kann ich mich noch erinnern, weil da saßen dann die ganzen Leute, die man schon kannte, so Chris und Brian und so. Ne? Da kann ich mich noch ein bisschen dran erinnern. War aber eigentlich eine geile Stimmung so. Haben wir, glaube ich, gestern schon gesagt, so unter Profis ist das nicht mehr irgendwie so, oh, wer ist der Größte und der, weißt du. Da freut sich jeder für jeden. Ja, ist auch relativ entspannt alles, mal professionell. Voll. Hier auch Konferenz von mir, der Kuba, mit dem schreibe ich die ganze Zeit auf Instagram. Also es ist irgendwie so ein bisschen was anderes irgendwie geworden. Ich muss echt sagen, ich freue mich einfach total auf den Sonntag jetzt. Und man sieht es mir auch an, ich habe die ganze Zeit ein Lächeln. Es ist was Besonderes. Und vor allem in so einem Line-Up sich dann präsentieren zu dürfen und da die Vergleiche zu bekommen, das ist einfach das Ziel. Der numerische Vergleich wird mit Chriso sein. Also das wird hart. Aber wir gucken mal. Chriso ist vor dir? Ja, ich bin mit Chriso in einem Vergleich. Wenn es nach Buchstaben geht, dann ja. Chriso, dann einer aus UK und noch so 2 andere. Number 7, Mr. Mika. Und meine Einschätzung zu Lena. Ja, habe ich schon gerade gesagt. Ja? Übermorgen. Ich habe schon gerade gesagt, sie sollte mit den Lorbeeren aus New York, aus Toronto, sag ich schon,
sollte sich das Ding passt gar nicht auf. Das Ding machen. Der Steve überschüttet dich hier gerade mit lobenden Worten, Komplimenten. Was? Also sie hat in Toronto, habe ich ja sogar in der Nacht habe ich das gesehen, hat sie echt super, ne? Number 8, Pablo. Und hat sie echt auch wie sie reagiert hat, so war total, also ich total dachte sympathisch. Bis zum letzten Moment, dass ich Zweite bin. Ja, aber war echt war gut. Ja, ich bin voll erschrocken. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass die mich aufrufen und dann haben sie nicht meine Nummer aufgerufen. Also ich dachte, als ich aufs Finale gewartet habe noch, okay, das könnte was werden. Und dann haben die ja im Final Callout nochmal mich und die Manon getauscht um sie rum. Und da dachte ich, ja, das war schon enttäuschend. Das war schon sehr verdient. War schon sehr verdient und ich glaube, wie gesagt, mit den Lorbeeren und mit der, ohne jetzt ohne Druck an die Sache ranzugehen, denke ich, ich könnte wohl, vielleicht die Nadine ist auch noch gut. Also David und Stefan haben jetzt in der Prognose auch, dass es schwer wird, dir das hier zu nehmen, wenn du jetzt keinen großen Fehler machst. Ich freue mich unglaublich drauf einfach. Ich habe ja auch jetzt gar keinen Druck. Also ich bin, denke ich, mit dem Vorteil da, dass ich halt komplett entspannt bin und mich einfach drauf freue. Und das kann ja auch ein Vorteil sein. Machst du ja mit, weil du eh schon gebucht hast? Oder ja. Weil du, aber du weißt auch wegen Vertrag oder so. Ich habe auch Portugal schon gebucht. Machst du auch mit? Ja, weil mein Freund kommt auch mit nach Portugal und ist alles schon gebucht. Das ist auch schade, dass ich nicht mitnehmen. Ist für die Fans, für Deutschland ist das ja super. Wir drücken die Daumen. Okay. Da ist er. Big arms, big arms. Guck mal, hast du gerade noch gefragt, da ist er. Was? David, hast du gesehen? Ja, ich war gerade noch im Gespräch hier, aber ich wollte schon zu dir kommen, ne? Ja, ich habe schon eben schon nach vorne. Ich habe schon gefragt, wo ist denn der David? Wir anreisen? Ja, wir sind direkt vor dem Flughafen hierher gekommen, weil der Flug hat halt eine Verspätung gehabt und haben davon noch was gegessen. Mir nur noch, meiner hatte auch Verspätung. Ich bin erst nach München mit Verspätung und dann hier mit Verspätung. Ja, wir sind eine halbe Stunde mit Verspätung gekommen, aber vom Flughafen bis hier waren 7 Minuten, ne? Deswegen. Da haben wir Registrierung jetzt gemacht und dann geht es ins Apartment, dann einkaufen und dann ins Training. Und hast du hier schon Stellung abgegeben? Zu deinen ganzen Athleten? Ja, was zu den Athleten? Das wird eine brutale Show sein. Es ist wirklich stark besetzt hier, ne? Ich meine, deine sind ja alle. Ja, ich meine, der Pascal hat sich einen ganz starken Wettkampf ausgesucht, ne? Das ist sein Pro-Debüt dann am Sonntag. Und ja, der wird in Form sein, aber. Wir erhoffen uns da jetzt nichts Großes, ne? Weil er steht da mit riesen Leuten auf der Bühne, wie Bonac und Grigio und das ist ja Wahnsinn, was da alles mitmacht, aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wir wissen, dass wir noch etwas mehr Fleisch drauf brauchen und aber ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn er neben den Jungs da am Sonntag steht. Dann hast du noch Luca. Ja, Luca. 107 ja, wir haben vor 3 Wochen dann die Quali geholt und jetzt haben wir die Form noch mal brutal getoppt, weil da haben wir nur 8 Wochen Diät gehabt, weil er war ja von 10 Wochen Prep, war der 2 Wochen krank, Antibiotika genommen und da haben uns dann die 2 Wochen gefehlt. Aber jetzt haben wir noch 3 Wochen Zeit gehabt bis zu Impro und da ist die Form natürlich brutal. Die ist brutal, ja. Obwohl Pascal ist auch sehr gut, aber wie gesagt in der Open, sein Pro-Debüt, wir haben uns gleich den stärksten Wettkampf hier ausgesucht. Wir schauen einfach, wenn er dann am Sonntag da ist, wo wir stehen, wo wir noch was draufpacken müssen, wie viel da ungefähr noch fehlt, aber das wird auf jeden Fall eine geile Show sein. Ja. Viel Kampf, viel Ehre. So sieht's aus. Genau. Das letzte Mal, wo du hier warst, war das, als wir zusammen hier waren, oder was? Vor 3 Jahren damals. Da haben wir da vorne gesessen, weißt du noch? Ja, da haben wir Abschluss nach Sangria getrunken. Ah, Sangria haben wir noch getrunken, wo mir dann schwindelig wurde auf einmal, ne? Ja. Wo dann der David den Rest ausgetrunken hat, weil da habe ich schon ein komisches Gefühl gehabt, ne? Das war da in der Bude, wo so komische Bäume waren, so wo riesen, der Tim de Klo immer zugeschissen hat und sich weggemacht hat. Ach so. In dem Apartment, wo Klima drin stand, ne? Genau, ja, und wir haben Ventilator. Kleine Ventilator und da, wo Klima war, waren Löcher drin in der Wand. Genau, und ohne Parkplatz, war auch nicht dabei, war normal auch drin, gell? Das war eine Quälerei, ey. Das war wirklich Schwitzerei ohne Ende damals. Das war vor 3 Jahren, ne? Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, ne? Schnell das geht, ja. Brutal, ja. Noch eine deutsche Profi-Debütantin, richtig? Genau, ja. Passt alles. Ich denke schon, ja. Was erwartest du? Oh, meine Erwartungen sind eigentlich jetzt nicht so groß, weil ich weiß, dass mir noch viel an Muskelmasse fehlt.
wenn dann punkte ich mit Linie. Ich weiß halt nicht, was die Judges sehen wollen, aber ich werde einfach Spaß haben, mich da oben mal hinstellen und einfach schauen, wie es wird, was mir noch fehlt, genau. Genau richtig. Ja. 144, Sanna Nuponen. Oder nicht ganz schief. Das ist richtig cool, 109. Das ist was? Richtig cool, aus dem Grund, weil ich 139 war, wo ich die Pro Card gewonnen habe. Oder nee, die Olympia-Quali, eins von beiden. Was? Okay. Es war 139 war entweder die Pro Card oder die Olympia-Qualifikation. Ich weiß es nicht mehr, aber das habe ich noch im Kopf. Bin ich mal gespannt, was 109 bringt. Hoffentlich gut ist. Bist du immer noch gespannt? Genießt du die Tage? Ich sage jetzt ja für die Kamera. Okay. Also die Tage genieße ich, aber ich bin aufgeregt. Stefan hat gesagt, ich bin ready, aber ich bin halt, sag mal so, das erste Mal ist wieder so zurück auf die Bühne nach einem Jahr. Man weiß halt nie, ist jetzt das auf, ist das zu hart oder ist das on point? Aber für uns ist es on point. Aber es entscheiden schlussendlich ja Judges. Das sind Menschen, Menschenmeinungen. Wäre geschafft. Die haben mich ganz komischerweise 6 mm kleiner gemessen, wie ich eigentlich bin. Aber da ich eh so weit unter meinem Weight Limit bin, war es mir heute scheißegal. Genau. Und in Zukunft schauen wir das dann. Aber das ist, wie gesagt, für heute völlig egal. Ist geschafft und ich muss jetzt gleich nochmal warten. Wir werden gleich nochmal aufgerufen. Genau. Und wenn ihr wollt, können wir dann nochmal einen Formcheck machen. Heute schon ein bisschen mehr Leben drin wie gestern. Servus, hi. Ich wollte schnell noch mit einem Verein fangen. Ja, oder gerne, danke. Wartet der Uber-Fahrer. Nee, die sind schon nicht. Jeder macht nämlich schon so Stress. Ja, wir nehmen jetzt anderen Uber. Okay. Cool. Passt alles? Ja, super. 148. 148, sehr schön. Yes, jetzt gucken wir mal, wie es am Sonntag läuft, aber wir sind sehr zuversichtlich. Viele Unterwartungen. Natürlich den Sieg, das wäre perfekt, nachdem es in New York der Zweite geworden ist. Ich wollte gerade sagen, nach zwei kommt. Ne? Eins, ja. Aber ich bin auch realistisch, erste Profisaison, zweiter Profi-Wettkampf. Also wenn da jemand ist, der besser ist, ist es auch okay. Also ich habe mehr erreicht, als ich mir erträumt habe. Wenn man danach geht, muss man ja sagen, dann hast du ja eh schon gewonnen. Also, so weil ist dann es. Pro schon zweiten Platz. Also. Voll. Ich bin absolut happy, aber natürlich in meinem Kopf ist natürlich Siegen, das ist klar. Du sollte man immer sich so ernst setzen, oder? Immer mit großen Erwartungen. Ja, schauen wir mal. Viel Spaß und viel Erfolg am Sonntag. Ja, vielen lieben Dank. Wir sehen uns ja dann da. Definitiv. Startnummer? 1, 2, 3. Ja. Cool, oder? Und am 23. ist mein Sohn geboren. Also das ist ein gutes Zeichen. Wenn die 23 jetzt wegnimmst, dann bleibt die 1 über. Sollte gut werden. Ja. Also Form passt alles, bist zufrieden. Sehr, ja. Ich glaube, meine Chancen sind ganz gut. Das glauben relativ viele. Wir haben dich, Stefan, haben dich auch als klaren Favoriten in der Prognose. Wow. Das ist aber das ist eine Ehre für mich. Freuen wir uns auf Sonntag. Ja, ich mich auch. Super. Dankeschön. Pascal Schlegel, auch ein deutscher Starter im Open Bodybuilding, dein Profidebüt. Wie war die Anreise? Wie ist die Laune? Wie ist es nicht? Oh ja, so Wettkampf entsprechend, das die Laune, ja, ein bisschen Kopfschmerzen, aber so an sich alles glatt gelaufen und dann ist die Laune auch ganz gut, wenn so alles reibungslos läuft, Flug und pünktlich und Registrierung und Apartment und ja. Jetzt bin ich schon aufgeregt auf morgen, Pro-Debüt mit einem ziemlich krassen Starterfeld mit den dicken Jungs, aber jetzt schauen wir mal, wie ich dann eben ausschaue. Und motiviert dich das oder schüchtert dich das ein? Nein, eigentlich mich motiviert es sehr, weil das, naja, für zum Beispiel der William Bonick, ne, das sind zum Beispiel Leute, warum ich überhaupt so das Schwergewichtsbodybuilding überhaupt angefangen habe. Ne, das sind so die Idole, mit denen man jetzt auf der Bühne steht. Da ist es dann eher so, dass es motivierend ist. Gerade den Samir habe ich getroffen, den habe ich vor 7 Jahren in Dubai getroffen. Da habe ich von dem mal personal coachen lassen. Der kam zu mir hergerannt und hat gesagt, hey Pascal, schön dich wiederzusehen und diesmal stehen wir zusammen auf der Bühne und sowas ist dann halt schon motivierend. Also hast du richtig Bock? Ja, doch schon. Stehen noch mehr Wettkämpfe an oder? Ist jetzt der erste? Ja, ist jetzt der erste und dann haben wir noch Lissabon geplant. Dann werde ich einen kleinen Aufbau machen und nach Dubai gehen für 4 Wochen. Und dann werden wir noch die Evils Prag mitnehmen. Also ist mal der Plan, aber man weiß ja nicht. So längerfristig hast du da schon so eine Perspektive, wie die Karriere, du hast ja noch andere Sachen zu tun im Leben, das ist jetzt nicht dein Hauptfokus Richtig, genau. Eigentlich. Hauptberuflich bin ich was anderes, also ich habe überhaupt keinen Druck. Ich mache das mit eigentlich nur rein aus Hobby, aber mit vollem Herzblut und stecke da eigentlich so alles rein. Aber ich habe jetzt seit
für die Zukunft jetzt nicht wirklich einen Druck, jetzt die Karriere unbedingt ausbauen zu müssen. Ich nehme es so, wie es kommt. Und ja. Aber was schwebt dir so vor? Hast du so einen Traum im Kopf, wo du sagst, natürlich, da will ich mal stehen? Oder von jedem Schwergewichtsbodybuilder ist natürlich der Traum für die Mr. Olympia-Qualifikation. Und schauen wir mal, wir haben jetzt die letzten 3 Jahre, seit ich beim Rolands bin, ziemlich viel, oder 2 Jahre sind es erst, ziemlich viel Fortschritte gemacht. Und ich mache das ja auch noch nicht so lange, ich bin ja erst mein 5. Bodybuilding-Jahr. Und ich glaube, wir haben noch viel Potenzial nach oben. Und ich denke, es ist machbar, so in 2-3 Jahren, schauen wir mal nochmal. Cool. Viel Spaß, viel Erfolg. Okay, danke. Alles wunderbar. Alles wunderbar, ja. Jetzt sind die. Hat man Erwartungen beim ersten Probewettkampf? Erwartungen an mich selbst, dass ich mein bestes Paket liefern möchte, auf jeden Fall. Aber jetzt keine Erwartungen hinsichtlich von Platzierung. Also ich möchte hier mein Feedback bekommen, vor allem vom Tyler. Schauen, wo ich stehe. Die Vergleiche haben mit 32 wundervollen Bikinis, die auch wirklich sehr gut sind. Also das ist eine sehr, sehr coole Show dafür. Und ja, jetzt Profidebüt. Das ist schon echt eine coole Show dafür. Ihr seid alle dabei. Gefühlt halb Deutschland ist hier. Das ist ein deutsches Klassentreffen, ist das ja hier. Ja, das ist echt cool. Also ich freue mich. Form sitzt auch. Wir sind schon fleißig am Laden seit 1,5 Wochen, fast mit täglich 300 Gramm Carbs und mehr. Also wir bringen auf jeden Fall ein volleres Paket als bei meinem ProCut-Win. Nochmal eine bessere Form, ja. Und dann haben wir noch die blonde Dame im roten Bikini, die eine sensationelle Rückansicht hat. Laut Stefans Prognose. Dankeschön. Vor 2 Wochen hier in Alicante, die Profikarte geholt. Da habt ihr gedacht, ihr startet. Martin, der Coach, ne? Ich bin der Coach, genau. Ja. Ne? Und da habt ihr gedacht, ich muss noch dazu sagen, sie ist Newcomer, also es ist ihre allererste Bodybuilding-Saison jemals. Sie hat bei ihrer ersten NPC-Show gleich den Overall auf der German Classic geholt. Und jetzt quasi erster Pro-Qualifier, also 2. NPC-Wettkampf, direkt die Pro-Card. Ja, also kompletter Newcomer noch und direkt die Pro-Card quasi beim ersten Versuch. Und jetzt stellen wir uns einfach mal dazu und wir wollen einfach Feedback haben, um zu gucken. Also eigentlich nur so eine Standortbestimmung, um zu gucken, wo es steht. Eben, es sind 32 Mädels und da und Tyler Mannion, da kannst du halt richtig gut gucken, wo stehst du jetzt wirklich in dem Game und was fehlt noch. Können wir danach das Feedback einholen, dann wissen wir auch, woran wir in der Offseason danach arbeiten müssen. Ja. Aber es wird gut. Könnt ihr gespannt sein. Wir sind gespannt. Ja. Habt ihr Bikinis dabei? Schade. Schade. Da haben wir Formcheck gemacht. Ja. Fabian. Servus. An dieser Stelle mal Glückwunsch zum 5. Platz in New York. Dankeschön. Es gab da den einen oder anderen, die gedacht hätten, wir hätten dich absichtlich vergessen oder rausgelassen. Sowas, nee. Ich habe es mitbekommen, aber ich habe euch auch gar nicht irgendwie gesehen in der Ecke. Nee, die Sache war, dass die Leute immer vergessen, es war ja aufgeteilt in 2 Kategorien, weißt du? Wir waren nur in der zweiten. Stimmt, das war immer so vorne. Das war ja, du hast ja den ersten Block gehabt und den zweiten. Deswegen waren wir nicht da. Aber ja, nee, also New York war echt überraschend gut. Ja. Also hat jede Erwartung. Also überraschend gut ist gutes Ergebnis. Platz New York Pro Show ist da schon. Also ich bin mit dem Gedanken rein, Hauptsache Finale und das so geändert hat. Ja. Echt Hammer. Und dann warst du jetzt noch in Miami, richtig? Miami, ja. Da ist jetzt nicht so gut gelaufen, aber Teilnehmerfeld war schon auch stärker. Mhm. 9. Platz, trotzdem Top 10. Und jetzt mal schauen, wie es hier läuft. Was erwartest du hier? Ich spiele auf jeden Fall Platz 1. Das ist richtig. Nee, aber auf jeden Fall, ich habe mit. Also der Stefan und David hatten sich in der Prognose auch weit vorne. Wir wollen auf jeden Fall Top 3 angreifen. Also das sollte drin sein. Und wenn es dann in dem Top-3-Bereich ist, dann wird doch weitergehen. Ja. Wann bist du Profi geworden überhaupt? Ich bin 2021 in Italien, in Mailand. 21 schon? Hast du seitdem nichts mehr gemacht oder was? Ich habe letztes Jahr nur eine Pro-Show in Italien gemacht. Sonst nichts. Okay. Dann hast du gedacht, halt jetzt wird mal wieder Zeit. Ein bisschen aufgebaut, Qualität geschaffen. Haben wir gesagt, jetzt starten wir wieder. Ja, ich habe ja noch einen Zwillingsbruder, den Marci. Der ist zwar immer noch Amateur, man versteht es nicht warum. Weil eigentlich die Physik von uns absolut identisch ist. Ja. Und ich hoffe mal, dass er dieses Jahr noch seine Profi-Lizenz bekommt. Seine Pro-Card. Hat man, glaube ich, auch noch nicht so oft gehabt, dass man dann Zwillinge auch noch. Das ist es ja. Klasse. Das wollen wir auf die Bühne. Zwei Profis, Zwillinge auf der Bühne. Ja. Das ist gleich so, bam, so ein Wow-Effekt. Ja. Sehr schön. Auf jeden Fall viel Erfolg. Dann hoffen wir mal, dass du da für Team Dankeschön. Germany eine ähnliche sensationelle Platzierung mit nach Hause nimmt. Ich gebe mein Bestes. Ja. Danke. Richtig geil, Alter. Richtig gut, richtig gut. Richtig gut. Geiles Ding, Alter. Geiles Ding.
Richtig gut. Ich habe gerade Matze gesagt, guck mal da hinten. Sieht gut aus. Wie viel hast du runtergemacht? Letzte Woche Freitag waren es 104. 104 war eigentlich fertig. Jetzt habe ich 95,2 gehabt. Ja, top. Flach wie eine Flunder, aber. Habe ich gut noch einen ganzen Samstag zum Laden. Ich werde heute an, also habe heute die erste Mahlzeit drin. Aber siehst natürlich dann jetzt verglichen mit den anderen Jungs mega plastisch aus, weil wenn du schwerer warst und runter machst, das sieht immer anders aus, als wenn du von unten warst ins gleiche Gewicht. Ja, und der Weg war ja eigentlich, ich habe ja eigentlich aufgebaut, weil ich eine offene wollte. Und dann haben wir vor 14 Wochen gesagt, also ich finde du warst... Du bist alt, geh in den Classic. Ich finde du sahst flacher aus, als ich dich in Polen gesehen habe. Ja, Polen, das war ja die Zeit, wo ich Kilos machen musste. Da habe ich 2 Stunden Cardio gemacht, ich hatte meine 106 Kilo, 2 Stunden Cardio, nichts gegessen. Und ich habe nicht einen Gramm verloren. Wo du vielleicht ein bisschen massiger aus als in Polen. Ja. Da bin ich vor 2 Wochen in Polen bei der, Polen, Supermeisterschaft, ja. Da wo das so ein bisschen länger ging. Da warst du nur Anwesen. Da warst du nur, genau. Aber was? Also echt gut gemacht. Genau. Aber auch noch ein bisschen nicht. 2012er bin ich doch hier gegen Mr. M. Bist du gestartet als Profi? Nee, ich bin in der ich bin bis 102 Kilo Profi geworden. Ja, als Profi bist du nicht gestartet. Nee, nur in der 2012. Letztes Jahr war es doch. Vorletztes. 22. Echt? Sommer 22. Da bin ich 6. geworden, glaube ich. Ich 5. Ja. Da hat er den Tag zuvor auch so einen Marathon. Auch so. Da haben wir 8 Kilo gemacht in 24. 102, glaube ich, aber es war viel einfacher, weil ich ja mit 102,8 voll geladen war und ich musste nur Kohlenhydrate rausdrücken und bin automatisch leichter geworden. Ja. Und jetzt war ich 4 oder 5 Wochen auf 105 Kilo, Anschlag mit 2 Stunden Cardio und ich habe mich 1 Kilo verloren. Ja, und jetzt die letzten 7 Tage dann halt mit Gewalt, ne? Das ging. Wann hast du dich dafür entschieden jetzt mit dem Classic? Vor 14 Wochen. Nee, achso, war von vornherein Classic? Ja, ich hab da alles geheim gehalten. Achso, extra. Es wussten ja nur 4, 5 Leute. Ich dachte, war jetzt erst vor ein paar Wochen. Ich war mir nicht sicher, ob es klappt und dann wollte ich die ganzen dummen... Aber was hast du auf diesem Gewicht gehabt? 124. Ja. Ah, die Form ist, muss man echt sagen. Ja, das was bei dir noch der Vorteil ist, du kannst dich halt mega präsentieren. Ja, genau. Also, genau. Das war nicht also Bombe ist. Genau, das war auch so ein Grund, was ich mir gedacht habe, ihr macht ja auch das Posen halbwegs Spaß, so ein bisschen. Ne? Also was heißt halbwegs, ich pose gerne. Das Posen passt zu dir auch. Genau. Also ich hab meine Prediction hier, habe ich schon mit Heiko gesessen. Heiko sagt so, naja, ich habe ihn ganz vorne da. Also vielleicht gehe ich ins Wettbüro nachher nochmal und ich glaube, es lohnt sich mehr auf ihn zu wenden als auf die deutsche Meisterschaft heute. Ja, auf die deutsche Mannschaft. Spielt hier heute? Weißt du nicht. Ich bin auch heute spielt doch Deutschland gegen Schottland. Echt? Ja. Wer gewinnt da? Ja, ich bin ja Patriot, schon ein bisschen patriotisch muss man sein, aber Deutschland, nee. 1-0 für Deutschland, 2-0 für Deutschland so. Ja, ich sag. Wird hart umkämpft, aber Klinsmann macht einen rein letzte Minute. Klinsmann, genau, Klinsmann, der ist. 1-0 Deutschland. Ja, Klinsmann, genau. So weit bin ich auch. Ja, genau. Nee, freut mich voll, Mann. Und Oliver Kahn rettet, genau. Oliver Kahn rettet, ja. Eier. Und Manuel Neuer. Genau. Ja, auch. Naja, auf jeden Fall viel Erfolg für Sonntag. Ich drück die Daumen. Ich sage mindestens Top 2. Echt, Junge, Alter. Ich sage mindestens Top 2. Haben wir nicht so einen Druck? Ich sag's dir. Ja, geil. Dankeschön. Also ich glaube, er hat schon recht. Du hast schon das Potenzial dafür. Das bei dir ist halt dann, was will der Tyler sehen im Endeffekt, was macht er? Genau. Das ist der größte Faktor, glaube ich. Aber wenn das durchgeht, dann kannst du echt viel überraschen. Wir erinnern uns alle an Matthias Hollweg, ja? Ja. Der hat auch, also aus meiner Sicht in Prag, mega krass ausgesehen. Und den haben sie nicht voll weggeschoben. Ja, und haben sie gesagt, ja, das ist halt Bodybuilding. So. Also das war so, man kriegt ja nie eine richtige Begründung. Genau, das war das, was ich vorher auch immer gedacht habe. Nur so, entweder finden sie es geil oder die sagen, es ist Bodybuilding. Hatte ich nicht so auf dem Schirm, weil der Luca halt die Quali geholt hat letztens. Bei den Deutschen hat man ihn halt jetzt vorne so, aber echt spannend. Habt ihr da schon mal drüber spekuliert, was wir Sonntag mit dem Luca machen? Weil da war ja angeblich der Tyler Mannion, hat sich ja nochmal nach der Vorwahl gemeldet. Jetzt ist ja hier eine neue Jury und der Tyler wertet den selber. Ich habe mir mit dem Luca viel gedreht, ich mag den ja voll, aber ich glaube, das wird... Also natürlich, er wertet euch Sonntag. Ja. Und er hat doch da in Deutschland wohl irgendwie nochmal Bescheid gegeben. Hier, Lungs, was habt ihr da für eine... Ich hab auch so gehört. Ja, ne?
Also entweder machen sie einen ganz nach vorne oder der Tyler sagt sich irgendwie, was habt ihr da für einen Scheiß gewertet? Also ich habe einen Luca weit vorne auf jeden Fall. Ich sehe den auch klar auf 1 oder 2. Ich glaube, der German Pastor wird sich wahrscheinlich richtig gut platzieren, unser Luca. Den haben sie ja da abgesehen. Ja, aber warum? Das verstehe ich auch nicht. Hm. Mal gucken, wird ein geiles Ding Sonntag auf jeden Fall. Da ist Heiko. Du hast einen Heiko, hast du gesagt, das ist nicht Ach, gut, oder? Ach du Scheiße, was ist denn mit dem los? Viking, er hat seine Viking-Fresse nicht Classic Physik ideal gehalten. Oder du musst den Bart abschneiden. Das musst du revidieren. Oder du musst den Bart abschneiden. Ich hatte den bis hier. Außerdem gibt es ja noch Schminke. Geschminkt werde ich noch. Nee, aber es bringt schon ein kräftiges Paket für die Klasse mit. Wird sich da gut einreihen, glaube ich. Wird man denn sehen am Wochenende, ne? Was passiert am Sonntag? Und ja, das war, ich, wie gesagt, darf mir keiner böse sein. Ich finde ihn voller besser. Ich würde ihn sogar gucken, dass er nach oben geht. Aber das ist halt Geschmackssache halt, ne? Das, außerdem entscheidet er es. Ja? Er hat es entschieden. Ich habe schon gesagt, es war die richtige Entscheidung. Finde ich dich. Sehe ich dich auch in Zukunft eigentlich. Ich weiß, ist meine Meinung nur. Darf ich meine Meinung sagen? Muss ja keinen zum Mund reden. Aber du findest mich ja auch, rasiert ja auch schöner. Ja, dir finde ich alles schöner, wenn du rasiert bist. Ja. Der sieht aus, wenn er aus, als ob er so eine Football-Rüstung anhat. Der hat so auf jeder Seite so viel mehr Schultern. Heiko, ich habe das schon kiloweise abrasiert. Ich habe das. Ich habe schon vorhin hier. Babsi will eine locker haben. Soll ich was abstellen, die mit dem Brief schicken? Nein, gibt's nicht. Ah, okay. Dann nur für Geld. So sieht's aus, ja. Ja. Matze, da bin ich gespannt. Also Dominik macht's echt spannend. Ja, würde ich sagen. Ich hab schon gesagt, die Sache wird einfach das sein, was will der Tyler. Geht's in die Hose und er will's halt nicht. Wenn das will, dann hat er wieder eine Chance. Schauen wir mal. Ja. Lassen wir uns überraschen. Ja, einmal noch, wenn mir da einfällt, Bruno, so ein Beispiel bringst. Peter Molnar. Bei dem war das auch so, der kam ja auch von oben, ja. und auf den haben sie dann nicht so Bock gehabt. So. Wobei du, wenn du wieder danach gehst, man muss ja auch sagen, wenn er den José hat, dann auch noch riesig, das hat auch alles so immer so ein Mittel. Blutet mir immer im Herzen, wenn Leute eine Beingenetik haben und die nicht entfalten können. Hat er doch, Bein ist doch dran. Darf er ja jetzt nicht haben mehr so viel, wie er haben könnte. Ja? Das wollte ich damit sagen. Ist ja schon noch ordentlich. Aber da, das stimmig ist das ja von A bis Z. Gib dir mal so 15 Kilo mehr Muskeln. Das stimmt, ja. Aber wenn es so einfach wäre. Ganz ehrlich, 15 Kilo Muskeln, die holt es auch immer. Ja, da müsste er schon nachhelfen. Da müsstest du schon nachhelfen. Ich bin doch gar kein Bodybuilder. Da müsstest du nachhelfen. Ja, siehst du? Habe ich starke Handgelenke, kannst du rumfassen. Er hatte einen Flexwheeler auch. Was? Er hatte einen Flexwheeler auch. Kleine Handgelenke. Ja, das ist immer schön für die Linie, ne? Aber ich glaube. Es ist nur, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ich sehe dich da. Ich will jetzt nicht sagen, dass du ein schlechter Classic-Athlet bist, aber du hast einfach mehr Potenzial für mehr Fleisch in der Form. Ich mache auch noch mal ein Video dazu. Ich habe ja ein paar Gründe, das wird aber zu viel. Man wird schon alt. Mach mit viel Coaching. 35. Hey, ist doch 35 so alt. Wie alt bist du denn? 36? Ja. Was siehst du? Nein. Ich muss auch schweren Herzens das ein bisschen entscheiden. Aber ich finde, langfristig gesehen. Das ist einfach nur meine Meinung dazu. Er wird sicherlich brutal abreißen in der Classic-Physik. Aber ich, wenn ich könnte, würde ich sagen: mach offene, mach ein bisschen Fleisch rein. Guck mal, du bist 35, bis 40 wächst du bestimmt noch. 5 Jahre Zeit, jedes Jahr 10 Kilo. Coaching machen wir so. Komm zu dir, wir machen jedes Jahr 10 Kilo. Ja, sind wir durch.
Ich muss meine Supplements nehmen. Ich habe keine Zeit, irgendwelche Videos zu moderieren. Warum musst du jetzt Supplemente nehmen? Weil ich endlich mal zum Training komme. Ja, aber Zeit, aber. Das erste Mal. Was nimmst du da? Ich nehme Kreatin. Und ein Produkt namens Crank. Mit warmem Wasser, das im Auto schön aufgewärmt ist. Und in 11 Minuten sind wir am Titans. Und wird, wie gesagt, endlich mal trainiert. Hab gehört, der Miracle Bear wird auch anwesend sein beim Training. Stimmt das, Stefan? Ja. Das ist mit VI, euch nie gerne genau. trainieren. Da der Matthias irgendwie Massagetermine hat heute Abend, könnt ihr davon leider kein Video sehen. Er hat heute keinen Massagetermin, er hat gar nichts. Er will einfach keine Zeit mehr mit uns verbringen. Das Video gibt es doch, da gibt es das Training von uns, gibt es am Sonntag zu sehen bei ihm auf dem Kanal. Hast du? Wen? In der Nase. Nein, das ist halt so. Okay, okay, juck. Und dann gibt es ja keinen Grund, aber ich setze mich da ja eine Promenade, bestelle mir einen halben Backfisch. Ja. So, weißt, so geht er mit Freunden. Du röstet eine Kartoffel und so Spinat. Geht er mit Freunden. Danach esse ich 8 Kugeln Eis und dann geht's so morgen weiter. So geht er mit Freunden um. In diesem Sinne. So geht er mit danke Freunden. Danke fürs Zuschauen. Und war, glaube ich, ein sehr buntes Video, gell? Sehr bunt. Viele ja. Leute vor die Kamera gekriegt. Nee, war sehr schön. Riesiges deutsches Team und ja, schön, dass wir so viele erwischt haben von denen. Und das, man muss sagen, ich glaube, das deutsche Team wird, da werden tolle Geschichten am Sonntag geschrieben. Ja, ja, voll also, spannend. Also es gibt schon echt gute Leute da bei der Partie dabei. Angefangen bei der Lena, als auch sicher der Dominik Wolbert, der sicher für Überraschung sorgen wird. Luca Reger als absoluter Youngster, Lisa Reit, Bikini-Favoritin. Tolle andere Athleten, die Pro-Debüt, so die erste Profisaison haben. Wird schon cool. Und du bist trotzdem ein Freund, der uns alleine lässt. Also nochmal in diesem Sinne, guten Pump für mich und bis zum nächsten Video. Ciao. Wenn wir dann im nächsten Video nicht mehr zu sehen sind wir, wo, was habe ich da? Hast du da noch, eine Wette laufen mit dem, was? Mit dem ein Haar oder was? Wirklich? Nee, du hast in der Oberlippe ein Barthaar, was raus. Auf alle Fälle, wenn wir im nächsten Video nicht mehr sind, sind wir abgestochen worden am Weg zu Fuß vom Titan ins Hotel, weil Herr Busse sich auch weigert, uns abzuholen. Tschüss, Papa.